Hallo, in unserer Tutorial-Reihe machen wir heute im wunderschönen Dojo von Max und Ulrike aus Berlin ein Gasttutorial mit Ursula und Karl zum Thema, wie fällt man vernünftig vorwärts im Aikido. Viel Spaß! Hallo, wir fangen an in Katate Dori. Ursula greift mein Handgelenk und ich will sie fallen lassen, ohne dass sie schon einen Hebel hat, sodass sie erstmal entspannt rüberkommen kann. Ich rutsche vor sie, drehe meinen kleinen Finger und von da aus durch das Handgelenk und Ursula einfach rüberkippt. Wenn sie diese Bewegung halbwegs gut gemacht hat, dann können wir den Winkel ein bisschen verändern und ich rutsche zur Seite hinüber. Hier lang und Ursula dreht sich in die Bewegung rein. Damit sie den Winkel findet, muss sie die hintere Schulter in die Richtung ihrer vorderen Hand drehen. Das heißt, wenn ich auf der Seite stehe, wird sie die hintere Schulter zu der Hand drehen, bevor sie fällt. Zweite Sache, sie wird die Hand der hinteren Schulter eindrehen, sodass die Handinnenfläche zuerst auf den Boden aufkommt. Die Hand ist also nicht in dieser Richtung, sondern rückwärts gedreht. Von da aus können wir zum Tenshinhaku übergehen. Ich rutsche nach vorne, drehe die Hand und gehe den Tenshinhaku. Sie dreht sich um diesen Punkt und denkt nicht zu viel an meinen Körper. Und die letzte Idee, die helfen kann, die Richtung zu finden, ist, das hintere Bein hinten um meinen Rücken herum zu bekommen. Das war's. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß.